In die Falle tappen. Mann, Snake. Ich hatte für diesen Moment echt vergessen, wo ich das erste Video gelegt habe. Boah. Kommt doch mal wieder mit in meinem Bauchfall raus. Aber sonst wäre es der Feier nicht wieder gewesen. Doch. Cooler Kampf, aber nervenaufreibend. Es ist wie der Boss sagte. Ein Dasein auf dieser Welt ist nicht länger erforderlich. Doch mein Körper bleibt nicht an diesem Ort. Mein Geist und Fleisch werden eins mit den Raben. So kehre ich zurück zu Mutter Erde, die mich trug. Er und seine Schamanenkräfte. Snake, ich werde dir zusehen, verstanden? Yes, Sir. Snake, nimm diese Sicherheitskarte. Sie öffnet jene Tür. Wieso? Du bist eine Schlange, die nicht von der Natur geschaffen wurde. Du und der Boss. Ihr seid aus einer anderen Welt. Eine Welt, die ich nicht kennen möchte. Geh und kämpfe mit ihm. Ich werde von oben zusehen. Okay, zuvor gebe ich dir einen Tipp. Der Mann, der vor deinen Augen starb... Ja. Was ist los? Warum? Es war nicht der damalige. Es war Decoy Octopus, ein Mitglied von Foxhound. Ein Meister der Verstellung. Er kopierte selbst das Blut seiner Opfer. Er entleerte das Blut des Chefs und benutzte es für sich selbst. Aber er konnte den Engel des Todes nicht täuschen. Der Engel des Todes? Alter. Wow. Das ist neu. Aber weshalb all die Mühe? Weshalb den Chef verkörpern? Das ist das Ende meines Hinweises. Den Rest des Rätsels musst du selber lösen. Nichts fressen, Leute! Snake, in der Natur gibt es kein grenzenloses Gemetzel.
sagen. Der Weg, den du gehst, hat kein Ende. Bei jedem Schritt, den du tust, folgen dir die Leichen deiner Feinde. Ihre Seelen verfolgen dich auf ewig. Du findest keinen Frieden. Hör mich, Snake. Mein Geist wird dich beobachten. Das Ende von Raven. Eaten by Raven. Ja, wer ist es? Ach, Master. Snake, ich bin's. Master? Es geht um Naomi. Schalten Sie den Monitor aus. Was ist mit Naomi? Verdammt. Colonel, ist Naomi hier? Nein, sie ist weg. Eines Nickerchen. Was ist das mit Naomi? Okay, vielleicht sollte der Colonel das auch wissen. Ja, okay, Master. Nun, Dr. Naomi Hunter ist nicht wirklich Dr. Naomi Hunter. Was? Mir kam ihre ganze Familiengeschichte unglaubhaft vor. Na, da habe ich sie überprüft. Und? Es gibt tatsächlich eine Dr. Naomi Hunter. Oder sagen wir, es gab eine. Aber das ist nicht die Frau, die wir kennen. Die echte Naomi Hunter verschwand irgendwo im Nahen Osten. Unsere Naomi muss sich irgendwie ihre Papiere beschafft haben. Aber wer ist sie dann? Ich denke, eine Art Spionin. Spionin? Ja, möglicherweise soll sie diese Operation sabotieren. Sie meinen, sie gehört zu den Terroristen? Das kann ich auch nicht glauben. Aber sie ist ein Mitglied von Foxhound. Glauben Sie, sie nahm am Aufstand teil? Ja, oder sie arbeitet für wieder eine ganz andere Gruppe. Eine andere Gruppe? Doch nicht. Verhaften Sie sie, Colonel. Was? Sie hat uns betrogen, Colonel. Wir müssen sie verhören, um festzustellen, für wen sie arbeitet. Wenn sie eine ihrer Spione ist, haben wir Probleme. Was meinen Sie damit? Nichts. Haben Sie sie in lebenswichtige Geheimnisse eingeweiht? Hat das etwas mit den mysteriösen Toten des DARPA-Chefs und des ARMSTEC-Präsidenten zu tun? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir können ihr eine weitere Teilnahme an dieser Mission nicht gestatten. Also, warten Sie. Ohne Sie können wir diese Mission nicht beenden. Ich wusste es. Sie verbergen etwas. Geben Sie mir Zeit. Ich werde Sie fragen. Beeilen Sie sich. Wir müssen wissen, wer sie ist und was sie hier macht. Ich verstehe. Snake, geben Sie mir Zeit. Ich habe keine Zeit mehr für Sie. Erstens das und zweitens... Wow! Schon wieder eine Hiobsbotschaft. Naomi ist nicht Naomi. Sie ist jemand anderes, die so tut, als wäre sie Naomi. Mimikry. I mean, hell! Das ist ein Surprise. Wer ist sie dann? Naja, erstmal wollen wir Zeug sammeln. Und diese, ach, so traurige Musik genießen. Und dieses Atmen dann im Hintergrund des Liedes. Das ist wow. Einfach nur wow. Musik. Ich kann es immer nur wiederholen. Die Musik in diesem Spiel ist obergeil. Nun gut. Leb wohl, Raven. Gehen wir weiter. Ein paar Shockgrenades. Sehr gut, die können wir jetzt brauchen. Nämlich will ich euch mal ein kleines bisschen beängstigen. Überall Kameras. Hier kann man es noch besser sehen. Alter. Gruselig, ne? Habe ich euch jetzt erschreckt?
die MGS-Nicht-Kenner unter euch? Hab ich euch jetzt erschreckt? Oh Gott. Und auf einmal ist es ruhig. Was hat das zu bedeuten? Wieso ist das so ruhig? Was hat das zu bedeuten? Wo sind wir jetzt? Oh mein Gott. Metal Gear. Das ist so geil. Das ist... Ich liebe dieses Lied. Huch, Codec-Anruf. Wer ist es? Ach so, Otacon. Snake, ich bin's. Was ist los? Hast du ein gutes Versteck? Ja, dank des Tarnanzugs. Sieht so aus, als ob Metal Gear bereit wäre. Woher weißt du das? Ich habe sie belauscht. Wo sind sie jetzt? Direkt vor Metal Gear. Aber es ist komisch. Was ist? Hier ist niemand. Eine Wache. Eine Patrouille. Es ist zu ruhig. Vielleicht, weil alles fertig ist. Sie haben sogar den PAL-Code eingegeben. Oh. Was soll ich tun? Wir können nur noch das System verwenden, von dem Präsident Vega gesprochen hat. Aber ich habe nur einen der drei Schlüssel. Und laut Ocelot gibt es beim Verwenden anscheinend einen Trick. Überlassen Sie das mir. Hast du einen Plan? Ich bin zurzeit im Computerraum und versuche auf Bakers private Dateien zuzugreifen. Bakers Dateien? Hast du kein Kennwort? Sicher, aber es gibt Wege. Bist du ein Hacker? Ja, so ungefähr könnte man sagen. Weißt du, dass du rankommst? Ich weiß noch nicht. Ich versuche es. Ich verlasse mich auf dich. Es heißt eigentlich Hacker, aber ja. Ja! Die Macht des Nerdigseins. Otacon, benutze deine Macht als Nerd. Nee, Otacon ist cool. Alter, guckt euch dieses Monster doch nur mal an. What the... Boah. Bekommt man ja eine Gänsehaut. Und hier der Laser. Oh Mann. Und es klingelt wieder. Snake, ich bin's wieder. Wie geht's voran? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin bei Sicherheitsstufe 3. Er war ein vorsichtiger Mann. Brauchst du noch lange? Ich habe bisher noch jedes System geknackt. Okay, weiter so. Okay. Otacon, zeig mal, wie gut du bist in dem, was du kannst. Bla. Du bist unser Mann. Du kannst das. Und ich tu noch ein bisschen Sachen sammeln, während du hier am Dingsen bist. Am Hacken. Ich genieße jetzt einfach nur diese wundervolle Musik. Die ist so episch. Yay, meine Stinger ist voll. Gut. Was mir jetzt gerade mal hier einfällt. Kann ich hier eigentlich... Ja, hier habe ich gute Position. Kann ich gleich ausnutzen. Später. Ist mir bisher noch nicht so ganz aufgefallen. Aber hier ist eine gute Scharfschützenposition. Na, gehst du wohl. Danke. Aha, ist er fertig. Snake, geschafft. Bist du durchgekommen? Bingo. Bestens. Was hast du? Ich lese die Verträge.
etwas anderes. Aha. Was? Das Geheimnis hinter der neuen Atomwaffe. Wie ich dachte, wird der Atomsprengkopf wie ein Projektil aus dem Schienengewehr abgeschossen. Braucht keinen Treibstoff, also ist es keine Rakete. So können sie alle möglichen internationalen Verträge umgehen. Ganz schön clever. Und effektiv. Es ist aber noch nicht das Besorgniserregendste daran. Kann's kaum abwarten. Es ist eine Stealth-Waffe. Sie ist auf dem Radar nicht zu sehen. Ja, die haben schon seit den späten 70er Jahren an Stealth-Raketen gearbeitet. Warum kam das erst jetzt zustande? Wegen des Jet-Antriebs einer normalen Rakete. Er wird von feindlichen Satelliten entdeckt. Stimmt. Es leuchtet ein. Ungleich der Rakete verbrennt dieses Ding keinen Treibstoff und kann daher von heutigen Raketenabwehrsystemen nicht entdeckt werden. Ein unsichtbarer Atomsprengkopf. Abfangen ist nicht möglich. Und außerdem dringt der Sprengkopf in den Boden ein, um unterirdische verstärkte Basen zu zerstören. Das kennen wir seit dem Golfkrieg. Mann, was kann das Ende der Welt bedeuten? Die perfekte Waffe. Und vom politischen Standpunkt lassen sich Atomwaffenreduktionen und Nuklearinspektionen leicht umgehen. Gunner, ist das wahr? Hören Sie zu. Ich höre. Wenn das bekannt wird, könnte es die Unterzeichnung von Staat 3 verzögern, zu einem internationalen Zwischenfall führen. Ja, das ist wahr. Die Vereinigten Staaten würden von der UN verurteilt. Der Präsident müsste eventuell zurücktreten. Wussten Sie das, Colonel? Nun, Herr Lloyd. Sie haben sich verändert, Colonel. Ich will mich nicht rausreden. Snake, hören Sie zu. Diese neue Atomwaffe, sie wurde nie wirklich getestet. Nur eine Simulation. Sie meinen ein Computermodell? Ja, deswegen wurde dieses Experiment ausgeführt. Sie brauchten wirkliche experimentelle Daten, um die Simulationsergebnisse zu bestätigen. Was waren die Ergebnisse? Sie fielen besser aus als erwartet. Aber ich kann die Daten nicht auf dem Netzwerk finden. Daten wie diese sollten eigentlich sorgfältig aufgezeichnet worden sein. Wurden sie? Präsident Baker gab mir eine optische Diskette mit allen Testdaten. Was? Haben Sie sie noch? Nein. Ozelot nahm sie mir ab. Verdammt! Die Terroristen haben den Testsprengkopf durch einen echten ersetzt. Nach dem Eingeben der Sprengcodes dürfte er zum Abschuss bereit sein. Glaubst du, die können das tun? Vom Design her ist der Testsprengkopf mit einem echten identisch. Ich glaube schon. Hast du was über das Deaktivieren gefunden? Noch nicht. Es muss in einer anderen Datei sein. Im Moment gehe ich durch Bakers persönliche Dateien. Wir verlassen uns auf dich. Oh ja. Wir brauchen es unbedingt. Weil sonst sind wir alle erledigt. Da merkt man schon, Metal Gear ist eine Höllenwaffe. Wenn die auf die Menschheit losgelassen wird, dann sind wir alle verloren. Ich glaube, ich erledige ihn doch mal ganz schnell. Der wird mir ein wenig lästig. Wo ist der denn? Hey! Ich glaub's ja nicht, der läuft einfach weg, die feige Pussy! Hä? Ich glaub's ja wohl nicht. Geht der einfach weiter, der Saftsack. Hä? Ja, Otacon? Snake! Hast du's? Nein, ich habe nichts über das Deaktivierungssystem. Aber ich kenne Bakers Hintergedanken. Er wollte sich bereichern, stimmt's? Das auch. Armstecks finanzielle Schwierigkeiten sind größer, als ich dachte. Ich weiß. Sie verloren den Auftrag für Kampfflugzeuge der nächsten Generation. Dann der Rückgang der SDI-Ausgaben. Anscheinend war von einer Übernahme die Rede. Von diesem Projekt hing vermutlich alles ab. Und es sieht aus, als hätten sie dem DARPA-Chef eine Menge Bestechungsgelder gezahlt. Bestechung, ne? Ja, Baker war ein großer Befürworter der nuklearen Abschreckung. Dachte ich mir. Was ist nun mit dem Deaktivieren? Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ja, Zeit. Toll. Haben wir die überhaupt? Ich würde mal sagen... Ja. Komm. Gibt's hier noch irgendwie was? Nö, gibt nix. Na gut. Uah. Nee, ich will jetzt nicht schon die Cutscene auslösen. Weil, um ehrlich zu sein, würde ich jetzt erstmal Pause machen.
Also kurze Pause und dann geht's weiter. Sehr geil.